Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Wir haben die Hallen der Prüfung von Kilika geschafft und sind jetzt bei der Astra angekommen. Whoa, whoa, whoa! It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. What consequences? She could be excommunicated. Oh. Ganz und gar nicht gut. Just wait. So what's in there anyway? The faith, remember? Oh yeah, that thing, right. The faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Hmm. Huh? Now they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the faith emerge once again. That's what we call an aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin. Wir verschwinden dann lieber wieder. Oh, sie ist fertig. Sehr schön. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come. Sehr schön. Also wissen wir, es gibt eine Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Und wir haben eine neue Bestie erhalten. Ifrit. Die Höllenbestie. Die Bestie des Feuers. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Habe ich komplett übersehen. Hier sind ein paar Kinder. Wo sind wir hier? Nur ein paar Lehrer, okay. Sehr schön. Oh, der Typ, der gerade angerannt kam. Der da im Hintergrund. Den sollten wir uns nochmal merken. Den sehen wir schon noch oft. Oh, hat da jemand... Ja. Da hat wohl jemand echt Fernsehen. I thought I put my feelings for Zanarkin behind me. Oh man. But they were there, and they grew inside me bigger and bigger, till I was just about ready to burst. Are you okay? I don't know. What do you want to do? To scream real loud? Okay. Da ist wohl das Fass geplatzt. Dann machen wir jetzt mal auf den Rückweg an. Wir können ja jetzt zum Glück hier... Hier war es, ne? Könnt ihr einen Weg nehmen? Können wir jetzt noch einen hier? Sehr schön. Ich wette mal mit Yuna den Kampf. Da zeige ich euch mal ganz kurz die neue Bestie. Einmal Wasser. Sollte jetzt mittlerweile schon gut Damage machen. Wow, 435. Wacker. Verteidigen. Und wertes Medium. Dürfte ich bitten? Beschwören Sie doch einmal Ifrit.
Eine komplett neue Animation natürlich. Wow. Ich liebe Ifrit. Aber meine Lieblingsbestie kommt echt gegen Ende. Also, wir können halt mal angreifen. Da Ifrit ein Feuermonster ist, können wir mit Feuer natürlich angreifen. Oder uns selbst angreifen und heilen. Oder wir könnten auch Weißmagie benutzen, Ex-Feuer oder Ex-Eis. Halt Ex... Ich weiß nicht, wie sinnvoll Ex-Feuer ist, aber Ex-Eis ist eher schon sinnvoller. Oder wir machen Meteorit. Schauen wir uns auf einmal an. Kann man mal machen. Die Ekstase zeige ich dann irgendwann mal beim. Sehr schön. Ja, wie gesagt, ich glaube, in naher Zukunft erwarten uns erstmal keine Bosskämpfe mehr. Ja, okay, so an sich kann ich jetzt nicht sagen. Also. So, dann werde ich ein bisschen müde. Wir haben jetzt schon, ich glaube, bald 1 Uhr. Kümmern wir uns jetzt mal hier um die Kühlerbiene. Du bist ab. Geh Mario einmal bitte. Der dann auch verteidigt. Wenn sich einer fragt, warum ich Kimari so selten angreifen lasse, wie gesagt, ich bin kein Freund von ihm. Ich finde, dieser ganze Charakter ist... Ich kann es nur so sagen, Schrott. Schon für die Zeit 2 Ruinen. Ich würde gern... Komm, wir leveln einmal kurz. Drei Ability-Sphäroiden, sehr schön. Wir haben schon wieder ein paar. Wacker geht hier entlang. Hier geht es nicht lang, weil da ein Sphäros blockiert. Da braucht man Level 1 Sphäro-Pass, war das, glaube ich. Was haben wir hier? Wir haben hier die Ability Reißen. Lulu geht erstmal hier entlang und benutzt dann einen Krasferit für mehr Abwehrkraft. Und das mehr Fest wieder. Alter, Finn, ich muss doch bald ausweichen können wie ein Meister. Luna geht hier hin und jetzt machen wir einen kleinen Trick. Einmal Geschick erhöhen und hier links ist ein leeres Feld. Da setzen wir mal ein MP-Sphärin ein. Und das verwandelt sich in ein Feld für MP plus 40. Also nicht nur 20, sondern 40. Ja, ich würde sagen, da war aber Luna schon mal gut geboostet vom MP her. Kein wenig mache ich jetzt noch. Die Folge mache ich jetzt mal nicht so lange, weil die letzten waren schon lang genug. Ich würde ganz gerne hier nochmal kurz alles absuchen, siehst du? Er wird offens ins Gift vergiftet. Ja, 3 Potions, okay. Was guckst du denn so jetzt ganz so? Okay, so sehen also die Leute aus, die wirklich von Zinsgift vergiftet wurden. So ein schönes Meer, aber es sind Leute da irgendwo draußen. Wenn ich dann denke, wie mir, wird mir ganz anders. Ja, da kann einfach nur ganz anders werden. Haben wir hier alles? Ich sehe hier nichts mehr. Okay, haben wir hier noch irgendetwas? Oh. Ein Äther. Und das ist doch das Kind. Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester. Deswegen geht es mir gut. Sehr schön. Der geht es gut. Was ist hier? Oh. Öschen. Lässt du die verhelfen? Oh, sie sind ja ein Kunde. Ah, hier kann man kaufen. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir die Waffen mit durchschauen.
Ja, komm. Das kann man mal kaufen. Reise. Ah, unsere ist besser. Ja, das kannst du auch mal holen. Ah, den würde ich mal nicht holen. Und was? Na? Ne, an die Tore kommst du echt nicht ran. Oder kann man hier... Ne, da kannst du nicht ran. Schade. So, damit können wir schon an Bord gehen. Kitika Island ist damit... Kitika ist damit abgeschlossen. Junge, Junge, Junge. Und, ja, eine schöne Zeit auf Kitika würde ich nicht sagen. So schön war sie ja echt nicht. Ich meine, wir haben eine Beerdigung gesehen. Senat angegriffen. Aber wir sind jetzt endlich auf der Weg Richtung Luca. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das waren die letzten beiden Folgen, die so lang waren. Macht jetzt heute mal eine kürzere Folge. Ich mache dann mal schnell eine Sache hier. Oh, da haben sie wohl was zu bereden. Wieder ein bisschen belagert. Ist ja nichts Neues. Kimari schön wieder standhaft am Bewachen. Dann gehen wir da mal raus. So, und zwar gehen wir jetzt einmal hier in die Kabine des Kapitäns. Und damals, dann liegt hier jetzt das Albert Lexikon Band 5, und zwar ist das A, E. So, das wollte ich noch kurz geholt haben, dann gehen wir wieder in die Kabine, ich habe da nichts vergessen, wollte mal noch kurz prüfen. Gehen wir mal runter, Waka müsste eigentlich hier auch umlaufen, da ist er doch. But someday, the name of Waka will be spoken all over Spira. Say, lad, you wouldn't have a bit of gil to lend. Wir leihen ihm mal 200 gil. I'll make it up to you, that I will. Das ist wichtig, weil wir dann bei einem späteren Zeitpunkt... Thank you. Ja. Zu einem späteren... Och, dann... Oh, ja, gut. Komm, da machen wir mal 10 Fliegsfedern draus. Antidot. Machen wir nochmal 10 draus. Davon haben wir genug. Oh, wir haben noch eine Abilities Favorit. Wie gesagt, wenn wir den hier finanziell unterstützen, kommt er uns zu einem späteren Zeitpunkt auch nochmal finanziell entgegen. Ich speichere jetzt aber hier ab. Und würde dann sagen, die vorletzten Folgen waren ein bisschen länger, die sind mal was kürzer. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.